Hey Leute, warte, ja, willkommen zu Bloons Adventure Time Tower Defense. Das ist ein Spin-off-Spiel, was die Entwickler von Bloons Tower Defense gemacht haben. Mit Adventure Time, also der Serie. Ich habe das noch nicht eine Sekunde gespielt, aber es existiert. Ich dachte, ja, okay, guckst du es dir einmal an, vielleicht ist es ja lustig. Ich denke aber, das ist halt 1:1 Bloons Tower Defense, wo halt einfach nur ein paar Türme optisch verändert wurden, dass halt der Wurfballaffe Jake der Hund ist. Kann ja sein. Ich habe sehr wenig Adventure Time geguckt. Das heißt, ich habe da jetzt nicht so viel Expertise. Aber ja, okay. Die Ballons kommen in die Welt von Adventure Time. Okay, ja. Wir fangen an mit Finn, dem Menschen. Und das ist dann der Wurfelaffe. Ja, komm. Mach die kalt. Runde 1. Elegant. Okay, er messert sie weg. Also ist es wahrscheinlich eine ganz eigene Einheit, ne? Weil so eine Einheit, die mit so einem Stock auf Einheiten draufhaut... Gibt's ja gar nicht. Oh, es gibt 4 Skillbäume. Krass schneller. Ho. Oder ist es einfach so, dass das quasi Helden sind, die man aktiv levelt? Ich kann jetzt leider nicht anklicken. Okay, dann ist das Spiel ja doch ganz anders zu Bloons. Ich lasse auch mal die Ingame-Musik an. Weil die ist, glaube ich, ja neu extra fürs Spiel und kann man ja auch mal ein bisschen fühlen dann. Es kommt ein Ballon durch. Ja. Max? Max? Ach, ist das... Wer ist Max? Ist das dann immer abwechselnd eine Figur aus Adventure Time und eine aus Bloons? Jetzt mal, wer bist du? Bin Max, sowas wie ein Experte in Sachen Bloons zerplatzen. Wer ist Max? Warum gibt's denn den Bloons Tower Defense 6 nicht? Ja, ja, es ist quasi ein Tutorial mit viel Liebe. Okay, kann ich Max leveln? Kann ich... Verschießt du durch die Wurfel... Ah, ist der Wurfelaffe. Okay, ist letzte Runde vom Tutorial. Runde 5. Und dann kann ich vielleicht in eine echte Runde gehen. Ja, yep. Tutorial geschafft. Level abgeschlossen. Ja, boy, wir haben eine Kiste. Da ist bestimmt eine andere Einheit drin, die ich benutzen kann, oder? Okay, Münzen ist auch okay. Edelstein ist auch okay, was auch immer das bedeutet. Eine neue Kraft, okay. Erfahrung, okay. Was auch immer das bedeutet, wir nehmen das alles mit. Oh, Jack ist zum Ballon geworden. Ich bin's doch nur, ich übe meine Bloon-Form für A. Okay, er hat sich einfach... Wie bitte was? Das ist einfach. Das Max ist der Wurfelaffe jetzt hier so ein Charakter. Oh, wir haben Jake gekriegt. Der greift mit einem Instrument an, der hat Fähigkeiten. Fesselt einen Bloon der Moor, lässt uns zerfetzt stehen. Verwandelt dich in Jake-Anzug um unglaubliche Angriffe. Okay, die erste Fähigkeit ist so ein bisschen wie Pet Fasti und die zweite, keine Ahnung. Wurfelaffe Max. Okay, die Affen hier haben alle so Fähigkeiten. Also die Affen hier sind wirklich mehr so Helden, wenn man das so will. Ja, die Ballons sind überall. Und das Spiel hat doch mehr Story, als ich dachte. Wir haben hier Candy Königreich. Das müssen wir uns angucken. Okay, müssen wir uns angucken. Ein Hilferuß auf den. Okay, ich. Ah, wenn ich das schaffe, dann schalte ich Candy frei. Ist das Bubblegum? Oh, ich kenne mich so wenig mit der Welt aus. Ich habe vielleicht 3-4 Folgen gesehen von der Serie. Ich war zu alt, als das im Fernsehen anfing. Was? Woher weißt du das? Ich habe diesen Brief hier, in dem steht: Finn, ich stecke in Schwierigkeiten, du musst sofort herkommen. Klar, solange wir uns unterwegs ein Eis holen können. Prinzessin Bubblegum, yeah, ich kenne mich aus, hab ich gesagt. Finn, Hilfe! Wer ist angetan? Wer hat dich gefesselt? Kümmere dich nicht um mich. Haben Ballons die gefesselt? Oh, da ist die Limo. Ah, zwei Maps, die ich machen muss. Okay, hier sieht man aber auch da ein bisschen mehr die Konsequenzen, wenn man versagt. Wenn ich hier versage, dann zerstören die Ballons den Süßigkeitenkönig. Komm, wir machen das. Ich habe 650 zur Verfügung, ich mache erstmal direkt. Bam. Keulenhand. Die Hand wird zu einer großen Keule. Axtfuß. Bringe einen kleinen Bonus für alle Fähigkeiten. Okay. Ich würde aber sagen, wir platzieren... Oh, er zermatscht die mit seiner Hand. Ich weiß auch nicht, was jetzt stark gegen Bleiballons und sowas ist, ne? Ich würde aber sagen, aus dem Bauch heraus so eine Keulenhand ist schon was bringen kann. Oder? Gegen Bleiballons. So, machen wir mal hier Keulenhand. Jetzt kann ich da oben noch was skillen. Jagt halt aus. Okay. Mach ich mal. Ah, okay. Ich habe jetzt... Ah, sie ist frei. Prinzessin Bubblegum. Hey, was geht? Die hat einen Bubblegum Blaster. Oh, sie ist der Klebeaffe. Sie ist der Klebeaffe. Hey, die ist sogar stärker als der Klebeaffe. Weil wenn die trifft, kann die direkt killen und die Stärkeren werden verklebt. Hey, die ist nice. Let's go. Nach Helden. Nee, es gibt 4 Skillungen. Und die haben dann eine Stufe 1 und eine Stufe 2, wenn ich das richtig sehe. Moab nähert sich. Müsste aber platt gehen, oder? Oh, wow. Ach, der dreht noch eine Runde, okay.
Ja. Red Max recht, das ist sehr stark. Ja, was sind denn die großen Geschütze? Kräfte. Kräfte aktiviert man hier wahrscheinlich ein bisschen aktiver. Ah, ich habe das ja gekriegt. Moment, was ist das? Oh, ein Insta-Kill. Der hat ihn kaputt umarmt. Okay. Aber hey, wir haben das Candyland hier beschützt. Es gab eine Kiste, die wir ausgewählt haben. Und da sind dann Verbesserungen drin. Münzen. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Okay, und je schwerer man das auswählt, desto besser ist die Belohnung. Also, extrem kann ich noch nicht wählen, weil wir noch tutorialmäßig am Start sind. Dann wählen wir mal normal aus. Der, also Max ist ein bisschen klassischer, ne? Ja, man kann dann auch Tarmelons angreifen. Aber Max hat nicht, dass er direkt nach zwei Skillungen so eine Superfähigkeit lernt. Max ist einfach ein Wurfelaffe mit ein paar extra Steps. Okay, dann ist er durchgeskillt. Also er hat keine Super-Ultra-Fähigkeit. Verstanden. Oh, die greifen mit an. Auf der Map sind jetzt so kleine... Was sind das? Aber wie gesagt, sind da kleine Figuren, die mir helfen. Axfuß. Schärfere Pfeile und Fähigkeit. Max wirbelt herum und schießt Pfeile in alle Richtungen. Da, okay, bin ich noch nicht so weit. Ich skill mal Max einfach ein bisschen weiter. Schärfere Pfeile. Ah, okay, noch eine Stufe. Max Pfeile sind glühend heiß und können Blei und Balloons schmelzen. Oh, Runde 12. Oh, das ist eine Menge, was kommt? Hey, let's go, wir haben es geschafft. Puh, ich habe aber im Grunde verkackt. Ich habe jetzt eigentlich auf den Moab gewartet und dann waren wir schon Runde 12. Okay. Habe ich jetzt auch den Hotdog als Begleiter? Nein, ne, das war nicht Teil des Deals. Oh, Hühni, ich hatte solche Angst. Wer ist denn dein niedlicher kleiner Kerl? Das ist ein Affe. Das ist Max. Lol, das ist doch vertont und alles. Das Spiel hat hier wirklich viel mehr Umfang, als ich dachte. Wir haben jetzt Prinzessin Bubblegum freigespielt. Vorteile, verlangsamt Loons. Nachteile, geringer Schaden. Edelsteine. Flinkkuchen, was auch immer das ist. Wähle deine Beute aus. Au. Au, hier sind jetzt Dinge, die meine Figuren verbessern. Eine Waffe, die Drake verbessert. Die macht ihn stärker. Also es gibt in diesem Spiel quasi Rollenspielelemente. Wir gehen nicht nach Hause, weil wir müssen die Ballons aufhalten. So, und jetzt sind wir hier in der echten Welt. Jetzt haben wir hier eine Map. Erhalte im Eiskönigreich zwei Bronzetruhen in der Winternacht. Okay, deswegen wurde man interpretiert. Okay, ich muss zweimal hier was schaffen und dann... Ich kriege auch hier den Eis... Den will ich haben, den mag ich. Ich kann es aber auch nur noch auf normal machen. Also es gibt so eine Story, die... Im Grunde die Quests sind so gesehen Stories, die einen so ein bisschen durchs Spiel führen. Und das Schwert, mit dem er angreift, ist auch manchmal das neue Schwert optisch, ne? Also es ist jetzt das gelbe Schwert, das neue. Vorher war das ja anders von der... Okay, okay. Der muss aber erst Level 3 sein, damit er das kann. Ah. Und da unten braucht er Prinzessin Bubblegum, um... Ah, da haben wir auch noch einen Combo-Move, okay. Die verklebt ja alles und kann im Kreis generell alles zukleben. Und dann kann man da unten... Durch das Wort gebunden. Erhöht Angriffsgeschwindigkeit, nachdem ein Blune kommen ist. Ja, wenn Blune kommen ist, ist der halt oben durch. Das bringt mir dann überhaupt nichts, ehrlich gesagt. Oh, da kommen ein paar Tarmelons durch. Ich habe aber 200 Herzen, alles gut. Ich kann aber da nichts skillen, was uns was bringt. Ja, dann schubst du ihn mal zurück. Und hier kann ich auch nichts skillen, was mir weiterhilft. Dann machen wir es mal so, so. So von mir aus. Es kommen ein paar durch, aber jetzt kommt ja eh der Mob, oder? Ah, das war schon eine 30. Okay, dann habe ich jetzt umsonst geskillt. Wir haben noch so eine Kugel, wo wir Waffen kriegen. Ein Dolch. Plus ein Schaden bei Keramik. Sandwich. Geschwindigkeit. Reichweite, Geschwindigkeit durchgetrappt. Also, wirkt am stärksten. Ich mache noch kurz die andere Map. Ich fühle das gerade. Sorry, ich fühle das gerade. Wir machen noch kurz die andere Map. Und dann beenden wir da die Folge. Sorry, ich fühle das. Die Map sieht auch cool aus. Ich habe euch gewarnt, ihr werdet dafür bezahlt, dass ihr meine Prinzessin genommen habt. Nimm das! Finn, es hat mich... Oh nein, wir sind eingefroren. Oh no, Auftrag, keine Sorge, es gibt noch mehr, wo ich das gefunden... Oh nein. Ja, den kriegen wir am Ende. Ich meine, der ist jetzt gegen uns, aber der wird sich uns halt anschließen. So, die laufen da unten lang. Ich habe Max jetzt mal so platziert, dass er halt quasi alle Wege angreifen kann da vorne, was halt ziemlich krass ist. Er ist halt echt der Allrounder so. Im Grunde musst du nur Max skillen und alles andere ist im Grunde gefühlt nur Bonus. Weil der ist ja so wertvoll. So, ich würde jetzt ganz gerne Faustbruder skillen. Bringt am Ende jeder Runde Geld und Leben. Ich will nur wissen, wie viel das ist, was er bringt. Weil theoretisch ist es ja eine starke Fähigkeit. Auch wenn das jetzt nicht mehr allzu lange geht. Ich meine, wir haben schon jetzt die Hälfte geschafft. Zack. Faustbruder. So, jetzt macht er Geld. Die Frage ist halt, wie viel? Das ist die Frage. Aber wir verbessern mal
Auf, ich habe mich drauf geachtet. 100? Dann refinanziert sich das, glaube ich, ganz knapp, ne? Ja gut, dann machen wir mal da, dann machen wir mal da. Machen wir mal da. Machen wir mal da. Yep, machen wir mal da. Nice. Ich skill auch mal hier das mit den Schwertangriffen verursachen extra Schaden bei Moabs. Falls ein Moab doch mal kommt in Runde 30, damit ich gewappnet bin. Aber jetzt für die ersten Level wirkt das schon ein kleines bisschen overpowered. Wir zerstören halt wirklich komplett gerade. Ich kann jetzt hier skillen. So, Tamlux kommt jetzt nicht mehr durch. Aber es ist die letzte Runde, deswegen irrelevant. Und der rennt jetzt noch ein bisschen rum. Da lang, da lang, da lang. Und wir haben es geschafft. Okay. Boom. Ja, gut, jetzt haben wir noch den Eiskönig freigespielt. Haben noch eine Kiste gekriegt. Und dann will ich aber sagen, Leute, ich wäre gewollt, mehr als ein Video jetzt dazu zu machen. Aber ich glaube, das ist ein Projekt, was nicht so richtig gut ankommt, weil es ist nicht Bloons Tower Defense 6, sondern halt nur sowas ähnliches. Vorteile, friert Bloons ein, Kontra geringes. Der, ja, der ist im Grunde halt ganz klassisch der Eisaffe. Plötzlich plus 2 Reichweite, wenn Finn oder Eis. Ja, let's go, nehmen wir das einfach. Ja, komm. Aber jetzt. Jetzt. Okay. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin und ciao.